Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Football Talks, beziehungsweise, ja, wie soll ich das Ganze eigentlich nennen? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist das hier heute ein Video, in dem ich mich ein bisschen auslassen werde, ein bisschen auskotzen werde und vor allem geht es dabei um die Bundesliga. Ich werde ein bisschen übers Wochenende reden und warum das Ganze? Naja, ganz einfach. Normalerweise war es heute geplant, ich wollte erstmal einen Karrieremodus hochladen mit Borussia Mönchengladbach und zweitens noch ein Pack-Opening gesponsert von meinem Partner IG Vault. Link ist übrigens in der Videobeschreibung. 6% Rabatt auf sehr günstige über 17 Münzen, wie ich finde, mit dem Kaufpreis Gaming TV. Könnt ihr auf jeden Fall auschecken, auch mein Merchandise und so weiter und so fort. Aber darum soll es erstmal nicht gehen, sondern darum, warum sind diese Videos nicht gekommen. Teil 1, der Gladbach-Karrieremodus. War schon fertig, eigentlich geschnitten, mit Tormusik diesmal, alles wunderbar. Gegen den Pokal, gegen den 1. FC Nürnberg, gegen Schlappi, gegen den Club. Und das Ganze ist gerendert, war fertig. Ich lösche natürlich die Grunddatei, weil meine Festplatte nicht so groß ist, war das Video hoch. Es ist hochgeladen und ich bemerke, es hat nur 6 Minuten Länge. Eigentlich soll es 24 Minuten lang sein, da lag wohl ein Renderfehler vor. Ja, herzlichen Glückwunsch, dementsprechend konnte ich das Video jetzt natürlich löschen und kann es nicht weiter hochladen. Ich kann nur das Ergebnis sagen, es ist 4:1 für uns ausgegangen, wir sind eine Runde weiter im Pokal. Aber trotzdem ist das sehr, sehr ärgerlich, zumal ich noch 2 Partien simuliert habe. Und genau das ist natürlich auch ziemlich, ziemlich beschissen. Ja, finde ich überhaupt nicht gut. Tut mir auf jeden Fall leid, aber kann ich nun mal leider Gottes auch nichts gegen machen. Das Pack-Opening war dann mal wieder typisch. Elgato-Fail, ich habe aufgenommen und meine Elgato meinte nach ungefähr 6 Packs oder sowas. Ich habe es erst am Ende bemerkt. Nach 6 Packs meinte sie, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich werde nicht mehr weiter aufnehmen, beziehungsweise ich werde das Bild so verkrisseln, dass du diese Datei auf keinen Fall benutzen kannst. Ja. Gut, ist halt ziemlich beschissen, tut mir auch leid, aber wie gesagt, ich kann jetzt im Nachhinein nichts mehr dagegen machen und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Pack-Opening war sowieso nicht so krass. Ich habe zwar einiges an Coins da jetzt reingeballert, aber ich habe nichts Gutes gezogen, von daher, ja, halb so wild. Deswegen reden wir jetzt über die Bundesliga und über die Geschehnisse vom Wochenende. Ich habe ja im Livestream 24 Stunden, beziehungsweise 20 Stunden war es dann im Endeffekt knapp, Livestream eine Menge darüber geredet und gefachsimpelt, aber heute nochmal mein abschließendes Resümee und ja, meine Sicht der Dinge auf die Bundesliga. Zweite Bundesliga, kann man auch mal ganz kurz was zu sagen. Hannover 96 hat gegen Union Berlin gespielt und leider Gottes 2:1 verloren. Spiegelt den Spielverlauf in meinen Augen nicht wieder. Ein 1:0 wäre gerechtfertigt gewesen. 2:1 ein bisschen zu hoch ausgefallen. Hannover in der ersten Halbzeit nicht sonderlich sicher. Berlin mit den besseren Gelegenheiten, aber es war allgemeine ausgeliehene Partien mit einem leichten Vorteil für Berlin. Man hat gesehen, die sind zu Hause einfach stark, haben seit einem Jahr kein Spiel in der alten Försterei mehr verloren. Zweite Halbzeit ging dann gut los für 96, unter anderem mit Marvin Bakkerlords mit dem schönen Versuch. Aber gerade als es schien, als 96 so ein bisschen in die Partie kommen sollte, ja, haben sich die Fans entschieden, zu einem sehr bescheuerten Zeitpunkt, wie ich finde, Pyrotechnik zu zünden. Das Spiel wurde 5 Minuten unterbrochen, 96 kam aus dem Rhythmus und im Endeffekt kamen sie da auch nie wieder rein und haben dann nach der Einwechslung von Mike Steven Behre und passenderweise Colin Kwaner ja direkt das Gegentor kassiert. Behre sieht beim Einwurf nicht gut aus, Ball in der Mitte, leichtes Handspiel, muss man aber nicht abfallen in meinen Augen. Daran lag es nicht, dass er bei reingegangen ist. Kwaner macht das super und es steht 1:0. Ein paar Minuten später, ein bisschen defensives Hickhaken, ein bisschen der Fehler, abgeschaltet schon das Spiel irgendwie. Anton mit einem kleinen Stellungs- oder mit einem kleinen Stolperfehler quergelegt und Rosina macht das 2:0. 96. Minute Constellation Goal, also Anschlusstreffer bzw. Kosmetiktreffer durch Felix Klaus, aber auch keine besondere Bedeutung mehr. Das war alles in allem nicht gut. Man kann der Pyrotechnik keine allzu große Rolle zuschreiben, sollte man auch nicht. Es sah geil aus mal wieder, aber ich kann wieder nur sagen, erstens, was für ein bescheuerter Zeitpunkt. Das kann man nach einem Tor machen oder nach einem Gegentor, aber noch nicht, wenn die Mannschaft gerade am Drücker ist. Zumal es eine Spielpause herbeigeführt hat und es wird dem Verein wieder einiges an Geld kosten und das ist sehr, sehr nervig, beziehungsweise auch, weil wir natürlich beim DFB wieder so ein bisschen in der Liste hochrutschen, auf der Liste, wo keiner oben stehen möchte. Ja, alles in allem, bitteres Wochenende für einen 96-Fan, aber ansonsten waren die Spiele sehr, sehr interessant. Bundesliga haben wir, glaube ich, denke ich mal, genug gehört zu Hertha gegen Borussia Dortmund im Signal Iduna Park am Freitagabend. War ein ausgeliehenes Spiel, die Hertha mit guten Impulsen auf jeden Fall, ist dann ein bisschen überraschend in Führung gegangen durch Valentin Stocker, der BVB, hat lange Zeit absolut nichts gemacht. Erst Ousmane Dembélé hat so ein bisschen den Effekt reingebracht, dass Dortmund überlegener wurde und gute Chancen hatte. Aubameyang dann mit einem verschossenen Elfmeter dazu noch mit einer vergebenen Großchance, weil er unbedingt cool lupfen musste. Ganz, ganz blöd. In meinen Augen war er der mitschlechteste Mann auf dem Platz. Absolut katastrophales Spiel. Im Endeffekt reicht es aber dank der klasse Vorlage von Dembélé trotzdem noch dazu, dass er den Ball reinschießen kann, indem er reinspringt in die Situation und das 1:1 macht. Im Nachhinein dann die rote Karte gegen Emre Mor für ein Schubsen gegen Langkamp, der
ja, den Faller des Jahres produziert, da ziemlich peinliche Aktion, aber hat sich entschuldigt. Die Sache ist durch und dann rote Karte für Valentin Stocker eingesprungen, ist voll von hinten in die Beine von Ginter. Gibt 3 Spiele Sperre für Stocker, 2 Spiele für Emre Mor, da sollte man einfach hinterfragen. Ich meine, das Regelwerk ist halt so ausgelegt, es war eine Tatsachenentscheidung, es ist eine Tätigkeit gegen den Gegner, aber trotzdem ist es halt lächerlich in der im Vergleich, dass Mor dafür 2 Spiele Sperre bekommt und Stocker in Anführungsstrichen nur 3 für dieses Foul. Ist einfach vom Verhältnis her in meinen Augen falsch, aber gut, haben wir jetzt genug drüber geredet, brauchen wir eigentlich nicht mehr weiter drüber reden, weil es wird sich sowieso daran nichts ändern. Bayern hat mit dem 2:2, das heißt Dortmund hätte theoretisch den Fehler nutzen können, haben sie aber nicht. Bayern hat ja auch erst im Nachhinein gepatzt. Dementsprechend Bayern 2:2 gegen Frankfurt. Frankfurt bisher sehr stark in dieser Saison, überraschenderweise. Und auch dieses Mal wieder. Bayern ging in Führung, meine ich zumindest. Bin ich da richtig informiert? Ja, doch, klar. Bayern ging in Führung durch Arjen Robben. Dann gab es den Ausgleichstreffer durch Sabol Schusti, der dann in der Situation mit Renato Sanchez mal wieder sein ungarisches Temperament gezeigt hat. Wildpferd, mehr oder weniger fast schon. Kopfstoß angedeutet hat, gab die rote Karte, Sanchez aber immerhin stehen geblieben, das war ganz gut. Huschti flieht also vom Platz, Frankfurt in Unterzahl. Ich glaube, Bayern hat dann das 1:2 gemacht durch Joshua Kimmich, der natürlich mal wieder getroffen hat. Aber Frankfurt hat sich nicht aufgegeben und kam dann durch Marco Fabian noch zum Ausgleichstreffer. Sehr, sehr kampfbetontes Spiel in meinen Augen von den Frankfurtern, beziehungsweise sehr, sehr gutes Spiel und eine sehr, sehr gute Leistung auch natürlich. Gegen Bayern muss man genauso spielen. Sie haben den Punkt da abgeluchst, genauso wie Köln letztes Mal. Bayern in so einer kleinen Mini-Krise, 3 Spiele nicht gewonnen. Da muss jetzt mal langsam was passieren. Ich bin gespannt, wie Ancelotti nächste Woche und auch diese Woche in der Champions League darauf reagieren wird. Ansonsten die Spiele. Borussia Mönchengladbach 0:0 gegen Hamburger SV. Hamburg hat sich da so ein bisschen hingeduselt, hat aber so gesehen auch den Punkt einigermaßen verdient gehabt. Gladbach verschießt 2 Elfmeter, das ist die bittere Quintessenz der Partie. Hamburg war nicht stark, aber Hamburg war auch nicht schwach. Von daher kann man den Punkt für sie definitiv als glücklich sehen, aber Hamburg trotzdem in der Tabelle immer noch relativ weit unten. Die müssen langsam anfangen zu performen. Ansonsten wird das eine sehr, sehr schwierige und sehr holprige Saison wieder für den Verein, der bisher noch nie abgestiegen ist, aber leider Gottes auf dem Weg dahin ist. Ansonsten die Spiele. Was hatten wir denn noch? Augsburg gegen Schalke 1:1. Ja, Schalke mit der Verletzung von Bill Donnenbohler natürlich bedient. Er fällt 4 bis 6 Monate aus. Sehr, sehr bitter nach dem Foul von Konstantinos Stafilidis. Haben das 1:0 gemacht durch ein Traumtor von Nabil Bentaleb, wo die Torlinie das erste Mal so wirklich im Einsatz war. In meinen Augen wurde ich das erste Mal so richtig gesehen, ob das sie von Nutzen war. Ein wunderschöner Lattenkracher gegen den Pfosten, auch hinter der Linie klar aufgekommen, schießt sich da gut auf seine Uhr und kann das dann auch feststellen. In der Folge hatten sie noch ein paar Gelegenheiten. Kolobljanka mit einer Riesenchance nach einem Versuch von... Gute Frage, ich weiß gar nicht, von wem der Versuch vorher war. Vergeben und dann kam ja, Augsburg nach vorne. Fallrückzieherversuch, der Ball rollt an die 16er Kante und Daniel Bayer mit einer Thunderkant in den rechten oberen Torwinkel. Absolutes Traumtor vom Routinier der Augsburger und dementsprechend das 1:1. Und ein Punktgewinn für Schalke. Naja, man hat kurz gedacht, ja, sie kommen wieder ein bisschen zurück, holen jetzt 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Pustekuchen, nur 4 Punkte. Und damit sind sie weiter ein bisschen weiter unten noch drin. Nicht so weit wie andere Teams, wie beispielsweise Hamburg oder wie beispielsweise auch der VfB Wolfsburg, zu dem wir gleich noch kommen. Aber trotzdem relativ weit unten drin. Gut, Wolfsburg ist übrigens über ihnen, aber ist ja auch jetzt mal egal. Hoffenheim hat währenddessen 2:1 gegen Freiburg gewonnen. Eine Partie, die ich unentschieden getippt hatte. Es war auch in meinen Augen relativ ausgeglichen. Aber im Endeffekt hatte die TSG das bessere Ende für sich. Braucht man nicht viel zu sagen. Das war ein 50-50-Spiel. Und das glücklichere Ende hatte dann eben die TSG aus Hoffenheim. Abends gab es dann das Spiel Werder Bremen gegen Leverkusen. Eigentlich möchte man meinen, eine klare Geschichte. Aber Bremen geht früh in Führung durch Zlatko Junusovic. Mané hätte da schon sein Tor machen müssen. Aber der wurde später noch der Held der Partie. Dann der Ausgleich per Kopf durch Çalhanoğlu. Leverkusen vor der Halbzeit extrem am Drücker. Hätte eventuell das Tor machen können. Vielleicht auch 2 Tore machen können. Wäre er mit einer komfortablen Führung in die Pause gegangen. Aber haben sie nicht gemacht. Und dementsprechend gab es dann in der zweiten Halbzeit das Resultat bzw. die Quittung dafür. Denn Bremen kam wieder besser aus der Kabine raus. Und Leverkusen fand überhaupt nicht mehr zu seinem Spiel. Im Vergleich zur ersten Halbzeit wieder eine schwache Anfangsphase, das war sehr ähnlich, aber diesmal ist die Schlussphase von Leverkusen nicht stark gewesen und dementsprechend, ja, Bremen mit einem schönen Tor durch Mané zum 2:1 und das war dann auch die Entscheidung in dieser Partie. Bremen gewinnt also und kommt immer weiter unten raus, was natürlich sehr schön ist für die Hansestädter. Wieder mal wunderbare Atmosphäre, ich habe es auch im Stream gesagt, für mich gibt es nichts Schöneres als abends das Weserstadion, das Topspiel im Weserstadion, immer eine unglaublich geile Atmosphäre, die Ostkurve mit unglaublich geilen Fans und Hut ab auf jeden Fall von Bremen und Nuri und dieser Leistung gegen Leverkusen, einen absoluten Champions League Aspiranten. Am Sonntag haben wir dann die Spiele Mainz gegen Darmstadt, ein 2:1 für Mainz standesgemäß. Ich habe Mainz 0 getippt, aber in Ordnung. Ich habe erwartet, dass Mainz gewinnt. Bitter für Darmstadt, haben Elfmeter verschossen. Der Gefaulte tritt nicht selber an. Čolak wusste das anscheinend noch nicht. Hat verschossen. Mali hat den Elfmeter reingemacht. Davor gab es noch ein Tor von... Mali glaube ich auch. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das... Ich habe die Tore nicht gesehen, aber auf jeden Fall hat Mainz 2:1 gewonnen. Ich glaube, Mali hat auf jeden Fall mindestens ein Tor gemacht. Genau, De Blasis war eigentlich das andere Tor. Das 1:0.
Ja, standesgemäß, in Anführungsstrichen, der Sieg für Mainz, wie ich es erwartet habe. Darmstadt rutscht immer weiter unten rein und ich bin gespannt, wie sie sich da rausschlawinern können. Ob sie sich da rausschlawinern können, für Mainz geht es langsam wieder so ein bisschen, ja, Richtung Europa. Früher oder später, bin ich mir relativ sicher, haben einen starken Kader und haben das auch mal wieder bewiesen zu Hause gegen Darmstadt. Letztes Spiel dann, das Krisenspiel für VfL Wolfsburg, für Dieter Hecking, der mittlerweile nicht mehr Cheftrainer bei den Wölfen ist. Sie haben verloren gegen RB Leipzig mit 0:1. Leipzig hat dabei früh den Elfmeter verschossen durch Emil Forsberg, der ziemlich, ziemlich schlecht geschossen war, muss man da ganz ehrlich sagen. Aber er hat seinen Fehler im Endeffekt noch gut gemacht, hat er sein 1:0 erzielt und bei Wolfsburg sieht es ganz, ganz schlecht aus. Ja, momentan Platz 14, soweit ich weiß, die müssen langsam mal ein bisschen nach oben kommen in meinen Augen. Die müssen Spieler spielen lassen wie Majoral. Man sieht, es läuft bei Gomez nicht sonderlich, aber sie geben einem Majoral absolut keine Gelegenheiten, sich mal zu entfalten, beziehungsweise mal zu zeigen, dass er es besser kann. Sehr, sehr bitter. Ich bin gespannt, wie es jetzt unter Interimstrainer Valerian Ismail, ehemaliger Bremer, ehemaliger Hannoveraner wird. Wirklich sehr gespannt. Ich mag Ismail gerne, aber er wird wohl nicht Cheftrainer werden. Trotzdem auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, die auch in dieser Woche jetzt erstmal während der Trainersuche in Wolfsburg zu bewältigen hat. Ich bin gespannt, wer da kommen wird und vor allem, wie der dann das Ganze anpacken wird. Wolfsburg hat 50 Millionen investiert in diesem Sommer wieder und im Vergleich zu Leipzig, die ja als Paradebeispiel für einen Scheißverein gesehen werden, läuft da absolut nichts. Leipzig bisher ungeschlagen nach 7 Spielen, Rekord mit Abstand und spielt einen wunderbaren Fußball, ist Tabellendritter momentan. Was Besseres geht eigentlich gar nicht für einen Aufsteiger und sie untermauern ihre Ansprüche und das muss man respektieren und sie spielen geilen Fußball, dagegen kann man nichts sagen. Die Fans haben bisher auch absolut sich nicht blamiert, bisher sehr, sehr starke Leistungen auch der Fans, auch in Wolfsburg haben wir wieder nur die Leipziger gehört, auch das sehr bitter für den VfL. Da muss einiges passieren in Leipzig, die sind genau im Trend, die sind genau da, wo sie hinwollen. Ein Spiel habe ich übrigens vergessen und das ist Köln gegen Ingolstadt. Ich habe 2:1 getippt, 2:1 ist ausgegangen. Anthony Modest natürlich mal wieder mit seinen Treffern. Es ist unglaublich, was der momentan am Leisten ist. Der Junge ist sowas von stark drauf. Ist für mich momentan mit der beste Stürmer der Bundesliga. Er passt natürlich auch perfekt ins System der Kölner, aber Köln spielt allgemein momentan geilen Fußball. Obwohl sie von den Namen her nicht die absoluten Topspieler haben, aber sie sind eine funktionierende Mannschaft. Stöger weiß genau, wie er seine Jungs motiviert und das ist einfach klasse. Ingolstadt hingegen rutscht langsam immer in den Abstiegskampf rein. Das sieht nicht sonderlich gut aus für die Jungs von Markus Korczynski, ist der Trainer? Ich glaube schon, ne? So viel weiß ich über die Bundesliga dieses Jahr nicht, weil ich mir auf die zweite Liga auch ein bisschen achte. Auf jeden Fall wird es langsam eng und es sieht so aus, als ob Ingolstadt, genauso wie Darmstadt, eine sehr schwere Saison vor sich haben würde. Ich bin mal gespannt, was ihr von diesem Wochenende haltet. Für mich gab es auf jeden Fall zwei große Überraschungen und das war einmal Bremen und einmal Frankfurt. Dazu gab es noch die kleine Überraschung mit Berlin, die einen Punkt in Dortmund holen, auch wenn Dortmund natürlich viel Verletzungspech hatte. Und dann den großen Knall, und zwar die Entlassung von Dieter Hecking. Das sind meine Highlights. Wanker of the Week, möchte ich jetzt mal hier, ist von True Jordy geklaut, aber finde ich auch nicht ganz cool. Ist in meinen Augen, ja, niemand anderes eigentlich als Langkamp für den Depp-Move, den er da im Verein produziert hat. Das war lächerlich, er hat sich entschuldigt, aber trotzdem, das definitiv an ihn oder an Zabol Schusti, der sich da zu einer Tätigkeit hinreißen lassen hat, aber sein Team hat im Endeffekt nicht dadurch gelitten, von daher, ja, denke ich mal, dass man den da rausnehmen kann. Winner of the Week oder Player of the Week, da bin ich ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht so wirklich, wen ich da rausnehmen soll, aber ich bin fast, doch, Mané. Ich glaube, Usman heißt er, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall der Bremer Mané, der erste gambische Torschütze in der Bundesliga. Klasse Spiel gemacht, seinem Team mehr oder weniger 3 Punkte geholt mit seinem Tor und seiner indirekten Vorlage. Ich meine, er hätte selber reinmachen müssen gegen Leno, aber ist eine andere Geschichte. Also bei Bremen läuft's, bei Leverkusen läuft's nicht so und bei anderen Vereinen wie Wolfsburg läuft's auch nicht so. Es ist eine spannende Liga dieses Jahr und ich bin gespannt auf eure Meinung. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen entschädigen. Wie gesagt, es tut mir leid um das Pack-Opening und um den Gladbach-Karrieremodus. Morgen geht's weiter mit 96-Karrieremodus und ich hoffe, das ist dann einigermaßen in Ordnung. Donnerstag gibt es 7-Minute-Squats. Gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf, haut rein und ciao.